Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. In diesem Podcast begeben wir uns auf die Suche nach eben diesen Freiräumen im Bildungssystem, in der schulischen Bildung, in nonformellen sowie in nonformalen, besser gesagt, sowie informellen Bildungssituationen. Wir laden uns dafür Gästinnen und Gäste ein, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrerinnen und Lehrer aus ganz unterschiedlichen Bereichen, auch Jugendliche sowie politische BildnerInnen. Wir, das sind Steve Kenner, Gastdozent an der Freien Universität Berlin und Helene Pachale, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz-Universität Hannover. Und heute wollen wir uns einem ganz aktuellen Thema widmen, das Steve einleiten wird. Ja, normalerweise sprechen wir in unseren Folgen ja immer über Freiräume. Wir reden darüber, wie man Schule, aber auch außerschulische Lernorte anders gestalten kann. Heute, aus ganz aktuellem Anlass, sprechen wir eher darüber, wo diese Räume verunmöglicht werden. Und der ganz aktuelle Anlass ist einer, der seit ein paar Tagen auch überall diskutiert wird, am Abendbrotstisch, in sozialen Medien, auf Twitter, aber auch im Fernsehen. Erst am Freitag gab es einen Bericht dazu in der Heute-Show oder auch bei Extra 3. Es geht um das Thema Lehrkräftemangel. Vor allem wird es natürlich ganz aktuell in Schulen diskutiert, aber auch in Seminaren, da wo Lehrkräfte an der Universität ausgebildet werden. Und warum diskutieren wir das gerade jetzt sehr intensiv? Das hängt damit zusammen, dass vor ein paar Tagen die SWK, die Ständige Wissenschaftliche Kommission, ein Papier veröffentlicht hat mit Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel. Die SWK, das ist eine Kommission mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzt, die die Kultusministerinnen und Kultusminister beraten soll. Und dieses Empfehlungspapier hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Wir werden heute darüber sprechen, warum das für so viel Aufsehen gesorgt hat und auch für ziemlich viel Unmut, vor allem bei Lehrerinnen und Lehrern. Und wir wollen darüber heute sprechen mit Susanne Posselt und mit Marc Rackles. Beide sind Mitinitiatoren des Bildungsrat.org, so heißt die Seite. Wir werden heute also auch über diese Initiative sprechen, aber wir werden auch darüber sprechen, was macht dieser Lehrkräftemangel eigentlich mit Schulen, wo verunmöglicht er möglicherweise auch Räume und Freiräume und ja, was machen wir jetzt mit dieser SWK-Empfehlung? Bevor wir so richtig losstarten, wollen wir aber unsere Gästinnen und Gäste einmal genauer kennenlernen. Und deswegen, Susanne, würden wir als erstes an dich das Mikro übergeben. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Susanne Posselt. Ich bin Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, Baden-Württemberg. Gemeinschaftsschule ist eine relativ junge Schulart. Uns gibt es seit 10 Jahren jetzt und bin nicht nur dort aktiv, dort bin ich mit dem Hauptanteil meiner Stunden. Bin auch Personalratsmitglied, also vertrete auch meine Kolleginnen und Kollegen. Ich bin im Landesschulbeirat in Baden-Württemberg und bin in der GEW aktiv, einfach um mich für Arbeitsbedingungen einzusetzen. Mir ist immer wichtig zu sagen, dass ich tatsächlich Lehrerin bin, also an der Schule. Ich habe eine inklusive Lerngruppe, 7. Klasse im Moment, also wirklich bunt gemischt von Förderschwerpunkt Lernen bis hochbegabt, ist alles dabei. Sehr, sehr interessant. Ich habe auch immer Studierende in meinen Lerngruppen, also bin auch an der Lehrerausbildung beteiligt und last but not least bilde mich im Moment auch berufsbegleitend noch fort, mache einen Masterstudiengang zum Thema Unterrichts- und Schulentwicklung, habe also sehr viele Perspektiven auf das Thema. Ja, vielen Dank, Susanne. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst, um mit uns heute zu sprechen. Marc, magst du dich auch einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Marc Rackles. Ich komme eigentlich auch aus dem schönen Baden-Württemberg wie Susanne, wohne aber seit 30 Jahren, über 30 Jahren in Berlin. Da habe ich studiert. Ich bin nicht Lehrer, habe kein Pädagoge. Ich habe für Wirtschaft und Politik studiert, bin später in die Verwaltung gegangen und bin dann ab 2011 Staatssekretär für Bildung gewesen in Berlin. Aus dieser Perspektive heraus sehr stark und sehr intensiv mit einem der prominentesten negativ wie positiv konnotierten Bildungssysteme in Deutschland. Berlin ist ja immer wieder im Fokus, oft negativ. Wir haben relativ früh das Problem mit Lehrkräfteversorgung gehabt, früher als andere Länder, weil wir ja lange nicht verbeamtet haben. Das ist erst jetzt kürzlich wieder umgedreht worden. Und deswegen habe ich fast meine gesamte Dienstzeit der Frage des Lehrkräftebedarfs hinterherrennen dürfen. Hinterherrennen sage ich deswegen, weil als ich dann 2019 aufhörte,
Mit dem Amt bin ich in die Bildungsberatung gegangen, in einer kleinen freiberuflichen Agentur und habe mich also auch als Fellow Gastdozent heißt es oder Gastwissenschaftler beim Wissenschaftszentrum Berlin schwerpunktmäßig mit Fragen der Steuerung im Bildungswesen beschäftigt und da unter anderem mit inklusive Bildung, aber vor allen Dingen auch mit der Frage, warum gelingt es uns nicht ausreichend Lehrkräfte zu rekrutieren und da auch eine Studie gemacht vor 2,5 Jahren, immer wieder jetzt veröffentlicht in dem Bereich. Mit dem Fokus einfach, warum gelingt das nicht? Und aus dem Grund heraus auch, ja, jetzt doch vielleicht auch stärker bildungsaktivistisch unterwegs, weil ich das Gefühl habe, man kommt mit den reinen Argumenten nicht überall dort an, wo es sein müsste. Ja, Marc, wir müssen, du hast es jetzt selber angesprochen, schon gleich am Anfang mal über den rosa Elefanten im Raum sprechen. Wir haben also jetzt eine Lehrerin, eine aktive Lehrerin da. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass Helene und ich auch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind, jetzt aber mittlerweile an der Universität tätig sind. Du hast es schon gesagt, du bist kein Lehrer und du bist aber auch schon sehr lange bildungspolitisch aktiv gewesen und vor allen Dingen auch an den Steuerungshebeln der Macht. Und wenn wir heute über Lehrkräftemangel sprechen wollen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, warum hat sich dann nichts verändert? Was war dein Problem, warum du nicht nachhaltig das in Berlin verbessern konntest? Na, wir haben es ja versucht. Berlin ist eine der Länder, das kann man auch quantitativ nachweisen, die Mitte der, also 2015, 16, als die Krise in Anführungsstrichen stärker durchbrach, also höhere Zahlen der Schülerinnen und Schüler, Flüchtlinge, die damals aus Syrien und Afghanistan und Afrika kamen, also einfach der Druck im Schulsystem deutlich zunahm und eben nicht entsprechend genug Lehrkräfte im Markt waren, zumindest nicht im Berlin-Brandenburgischen Markt. Haben wir festgestellt, lange haben wir uns versorgt aus Bayern beispielsweise, Baden-Württemberg, NRW, die haben Überschüsse produziert ein paar Jahre lang. Das hat auch für eine Weile gereicht, aber irgendwann reicht es eben nicht mehr. Und Berlin ist eines der Länder, was über 60% bis zu 70%, ich glaube, es sind genau 68% gewesen, in den letzten 10 Jahren Studienplätze ausgebaut hat. Also da ist durchaus viel passiert, aber eben nicht genug. Denn parallel dazu hat beispielsweise Bayern seine Studienkapazitäten drastisch runtergefahren in den Jahren 2016, 17, 18. Ohne irgendeine Form von Absprachen, Steuerung, gemeinsamen Vorgehen zwischen den Ländern, also innerhalb der KMK. Und das ist auch eine der Schlussfolgerungen im Nachhinein, dass man dieses ganze System der Lehrkräfteversorgung in Deutschland nicht aus einer regionalen Logik heraus steuern kann und bedienen kann. Das muss man tatsächlich auf Bundesebene mindestens absprechen, im Idealfall sogar Kapazitäten gemeinsam bestimmen. Aber da kommen wir vielleicht nachher dazu. Mein Vorschlag wäre ein Staatsvertrag in diesem Bereich. Da gibt es auch andere Methoden. Aber jedes Land agierte so für sich dahin und wunderte sich dann am Ende, dass die Decke zu kurz ist. Jetzt fängt es ja wieder an. Bayern fängt diesmal an, bei anderen zu klauen. So wie das ja kürzlich erklärt, er wird die Lehrkräfte abwerben in anderen Ländern. Und mit dieser Logik kommen wir keinen Schritt weiter. Und da muss man tatsächlich ran. Und in der Kombination mit der SWK-Stellungnahme merkt man eben, dass an die Strukturen sich keiner richtig antrauen will. Die einfachsten und billigsten Formen sind natürlich Arbeitszeiten zu erhöhen. Das ändert aber nichts an den Strukturproblemen. Deswegen bin ich aktiv. Du hast schon einige Punkte genannt, auf die wir auf jeden Fall in diesem Gespräch noch eingehen wollen. Für diejenigen, die nicht unbedingt im Feld Schule tätig sind, müssen wir ein paar Dinge immer noch mit erklären. Also wir haben ein föderales System in Deutschland, wo die Bildung in den Ländern gestaltet wird. Und dazu gehört eben auch die Berechnung der Studienplätze, dazu gehört auch die Entscheidung, wie viele Lehrerinnen und Lehrer gehen tatsächlich dann nach dem Studium in das jeweilige System in dem Land. Wir haben aber auch eine Vereinbarung, dass Mobilitäten zwischen den Ländern ermöglicht werden muss. Deshalb gibt es entsprechende Entscheidungen der KMK dahingehend, dass KMK zur Erklärung Kultusministerinnenkonferenz, dass die Abschlüsse jeweils anerkannt werden. Trotzdem sind zum Teil die Studienbedingungen ganz unterschiedlich, sodass Personen sich bewusst dafür entscheiden, in einem Land zu studieren und dann aber vielleicht auch in einem anderen Land zu arbeiten. Damit hängt auch zusammen die Frage nach der Verbeamtung, nach der Entgeltgruppe eben auch. Das ist ganz unterschiedlich geregelt in den Ländern. Also zahlreiche Faktoren, die damit hineinspielen und die man eben auch nicht unberücksichtigt lassen darf. Wenn wir aber darauf schauen, was sagt die Ständige Wissenschaftliche Kommission, dann ist eben dieses große Feld Lehrkräftemangel der zentrale Punkt gerade. Und nach Berechnungen soll es so sein, dass
bis zum Jahr 2025, und das ist in 2 Jahren, 25.000 Lehrkräfte fehlen. Und andere Berechnungen, die Sie auch anführen, die zeigen noch viel höhere Zahlen, von 31.000 bis 70.000 für den Zeitraum jetzt bis 25 oder gar bis zum Jahr 2035 von 85.000 bis über 150.000 Lehrkräfte die Rede. Dazu muss man wissen, ein Lehramtsstudium dauert mindestens 5 Jahre, das Referendariat nochmal 2 Jahre. Also wir reden von einer Laufzeit der Ausbildung, der Bildung und Ausbildung von 7 Jahren. Wir schauen auf diese Lage und wissen, das ist morgen nicht zu lösen. Wir müssen eigentlich ganz konsequent an Punkten ansetzen, um die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt im System sind, in einem positiven Sinne zu entlasten, zu supporten, zu unterstützen, damit sie noch möglichst lange in dem System bleiben. Denn die Studien und gerade die GEW hat da einiges gemacht, zeigen, die Arbeitszeitbelastung von Lehrkräften ist eben nicht nach dem alten Schema vormittags recht und nachmittags frei, sondern das ist ganz anders. Und wir wissen auch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer viel zeitiger aus dem Beruf ausscheiden. Also wir reden davon von knapp 22%, die nicht das Rentenalter erreichen, bis sie aus dem Beruf ausscheiden. Das sind jetzt nur einige Zahlen, Daten, Fakten, die wir hier einbringen wollen. Wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht mit zu vielen Daten langweilen. Und es geht in unserem Podcast ja auch immer darum, diese Freiräume zu finden. Und deshalb würden wir gern bei allen negativen Punkten, die wir heute auf jeden Fall ansprechen müssen, auch immer gern den Blick darauf lenken, wo kann man denn jetzt tatsächlich ansetzen und an welcher Stelle können wir was tun? Was sind eure Gedanken mit Blick eben auf genau diese Zahlen und die Empfehlung der wissenschaftlichen Kommission? Vor allen Dingen auch mit einem Blick in die Praxis, Helene, wenn ich noch das ergänzen darf. Also Susanne, wir würden gerne mit dir starten, dass du uns vielleicht mal mitnimmst, wie sieht es im Moment aus in der Schule? Auch bei Helene und mir ist es schon wieder ein paar Jahre her, dass wir im Schuldienst waren. Wie sieht es aus in der Schule? Wie gehen Kolleginnen und Kollegen mit dieser besonderen Situation? Wie gehen sie damit um? Und genau, was kannst du uns aus dem Alltag berichten? Ja, mein Alltag ist bunt. Sie gehen sehr unterschiedlich damit um. Was mir wichtig ist bei dieser ganzen Diskussion, und das möchte ich einfach auch als Plädoyer vorweg schicken, wir sollten miteinander sprechen. Und es wäre einfach wichtig, dass wenn irgendwelche Empfehlungen von wissenschaftlichen Kommissionen kommen oder von irgendwelchen anderen ExpertInnen, dass klar ist, dass diejenigen, die das tun, jeden Tag in den Klassen stehen, in den Schulen stehen, mit am Tisch sind, dass man mit ihnen spricht. Also ich kann jetzt natürlich vor allen Dingen aus meiner Praxis berichten, kenne aber, bin ja gut vernetzt, kenne viele andere LehrerInnen auch. Schule heute ist nicht mehr so wie noch vor 10 Jahren, würde ich sagen. Ich arbeite an einer Ganztagsschule. Das ist ja so ein Thema, was uns auch noch beschäftigen wird in den nächsten Jahren, der Ausbau der Ganztagsbetreuung und der Rechtsanspruch auf den Ganztag. Das heißt, meine Unterrichtszeit endet nicht um 13 Uhr, sondern um 15.30 Uhr. An manchen Schulen ist es ja auch noch länger. Das hat natürlich, das führt dazu, dass viel mehr Stunden abgedeckt werden müssen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei diesen ganzen Berechnungen noch nicht berücksichtigt, dass man da ja einfach mehr Menschen braucht im System, die einen qualitativ guten Ganztag gewährleisten können. Also das ist was wir an den Ganztagsschulen schon merken, dass es da an Menschen fehlt, weil ja auch in anderen pädagogischen Berufen nicht gerade die Menschen im Überfluss vorhanden sind. Also selbst wenn wir jetzt Menschen suchen, die zum Beispiel aus anderen pädagogischen Bereichen den Nachmittag abdecken, dann finden wir die nicht mehr. Also das ist so ein Punkt. Dann es ist regional sehr unterschiedlich, wie der Lehrkräftemangel aussieht oder sich konkret zeigt. Oft ist es, also durch die Corona-Pandemie hat er sich nochmal verstärkt, weil zum Beispiel alle jungen Lehrerinnen, die schwanger waren, nicht mehr arbeiten durften. Und das ist ja auch jetzt noch nicht wieder
Also da geht ist man noch vorsichtig zurecht, ja, und das sind viele, die fehlen uns im System und da gibt es keine dauerhafte Reserve, die diese Menschen ersetzen würde. Und wozu führt das in der Praxis, im Alltag? Ja, Förderstunden werden gestrichen. Also gerade, ich habe das jetzt auch gerade in der Empfehlung von der SWK nochmal nachgelesen. Da wird ja auch darüber gesprochen, wo fehlen die Lehrkräfte vor allen Dingen in der Grundschule, in den, bei uns heißt es in Baden-Württemberg, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Förderschulen in anderen Bundesländern, in der Sekundarstufe auch zunehmend. Und zwar genau an den Schulen, die es besonders brauchen. Ja, also die sind nicht da. Das heißt, die Förderstunden, gerade für die Kinder, die es brauchen, werden gestrichen. Der Ganztag wird zusammengestrichen. Klassen werden zusammengelegt. Ich habe gerade am Freitag auch zwei Klassen gleichzeitig beaufsichtigt. Das nennt sich dann so schön Mitversehung. Also da brauchen wir dann nicht mehr über Unterrichtsqualität zu sprechen, sondern das sind die konkreten Auswirkungen, die wir schon spüren. So viel mal bis hierher erst. Ja, und das ist für uns deswegen auch so wichtig für unseren Podcast, weil wir ja, das habe ich vorhin schon angedeutet, viel darüber sprechen wollen, wie wir Schule auch anders gestalten können, wie neue Räume entdeckt werden können, wie wir Projekte in die Schule bringen können, wie wir Schule kooperativ gestalten können mit Partnerinnen und Partnern der außerschulischen Bildung. Und das, was wir von unseren Gästinnen und Gästen schon ganz oft gehört haben, ist, viele Kolleginnen und Kollegen wollen das, aber haben kaum noch Ressourcen. Also sie wissen auch, man könnte vieles anders machen, aber sich dort hineinzuarbeiten, sich auch mit den Kooperationspartnerinnen und Partnern auseinanderzusetzen, all das kostet noch mehr Ressourcen. Wir werden ja nachher auch ganz konkret über die Maßnahmen sprechen. Und eine der Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden, wir gehen nachher mehr ins Detail, aber eine der Maßnahmen ist ja, dass wir Kolleginnen und Kollegen aus der Teilzeit holen. Das, was ich immer wieder höre, auch in Forschungsprojekten, die wir machen, Forschungs- und Praxistransferprojekten, ist, dass gerade die engagierten Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit gehen, weil sie guten Unterricht machen wollen, weil sie gute, tolle Projekte realisieren wollen und einfach sagen, das, was von ihnen sonst erwartet wird, bei einer Vollzeitstelle mit einem Deputat von 26 Stunden, ist nicht zu leisten. Also sie können dann keinen guten Unterricht machen, sondern eher Dienst nach Vorschrift. Es ist ja auch nochmal unterschiedlich, welche Fächer man hat und an welcher Schulform man tätig ist. Aber das ist das, was wir immer wieder hören, dass gerade die engagierten Kolleginnen und Kollegen auch deswegen Teilzeit machen, weil sie guten Unterricht machen wollen. Nicht nur, weil sie Care-Arbeit machen oder aus anderen Gründen, sondern weil sie sagen, richtig guten Unterricht schaffe ich nicht mit einem vollen Lehrdeputat. Was ist denn da deine Erfahrung aus der Praxis? Und gerne auch, Marc, wenn du aus der Zeit jetzt als Ja. Bildungsberater, aber vielleicht auch vorher als Staatssekretär, wirst du ja auch Rückmeldungen von Lehrkräften bekommen haben. Was sind da eure Erfahrungen? Ist das nur unser Eindruck oder bestätigt ihr das auch aus der Praxis? Also ich kann es bestätigen aus den Rückmeldungen, die ich erhalte von meinen Kolleginnen. An meiner Schule ist eine Primarstufe mit dabei. Da erlebe ich es ganz oft, gerade bei den Grundschullehrkräften, die ganz bewusst in Teilzeit sind, weil sie sich damit sozusagen entlasten und aber dann eigentlich ihre Arbeitskraft in ihrer Freizeit dem Land schenken. Also die arbeiten wahnsinnig viel, um einen qualitativ guten Unterricht machen zu können, um dem Anspruch an Differenzierung gerecht werden zu können. Arbeiten die eigentlich in ihrer Freizeit? Wenn ich die frage, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich, dann kommen da Zahlen, die sind eigentlich, da muss ich dann manchmal auch warnen, ja, weil letztendlich ist das verschenktes Geld. Und die sagen auch, wenn ich erhöhen würde, würde ich dem Anspruch, den ich an mich selbst, an die Qualität meiner Arbeit habe, nicht mehr gerecht werden. Das haben wir ganz viel, besonders in diesem Bereich. Ja. Da würde ich gleich einmal darauf eingehen wollen, weil du gesagt hast, die Mehrarbeit, ne? Es gibt eine Studie der Universität Göttingen gemeinsam mit der GEW, die eben festgestellt haben, dass Lehrkräfte pro Woche circa 46,38 Stunden arbeiten. Das ist ein Durchschnittswert. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele, die deutlich mehr arbeiten. Und da ist diese Teilzeit ja noch gar nicht erfasst. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt von einer 40-Stunden-Woche ausgehen und sagen, na, das gleicht sich ja dann vielleicht über die Ferien aus und selbst das ist fragwürdig. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Aber das ist ein Durchschnittswert, der alarmierend ist. Und genauso verhält es sich mit der Arbeit am Wochenende und nachts. Ich schaue hier gerade einmal auf die Zahlen.
Es gibt Menschen, die wirklich mindestens 80% aller Wochenenden arbeiten. Wenn wir über Schichtdienst sonst nachdenken oder in anderen Branchen reden, dann gibt es bestimmte Ausgleichstage, die geleistet werden müssen. Es gibt ein Arbeitsschutzgesetz, das war auch seit vielen Monaten in aller Munde, weil es um die Arbeitszeiterfassung ging und der Frage danach, wie kann das in der Wissenschaft, aber eben auch in der Schule erfolgen. Da würden viele Leute ganz schnell den Stift fallen lassen müssen, wenn wir diese Zahlen tatsächlich erfassen müssten, ne? Und die Zahlen wären alarmierend für alle Bereiche an dieser Stelle. Marc, daher an dich die Frage, der du einerseits beratend tätig bist, aber eben auch in dieser Funktion als Staatssekretär tätig warst. Das sind ja keine neuen Zahlen. Wie kann man dem begegnen? Also darauf gehe ich gleich ein. Ich würde da gerne den Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast mit dem Bundesarbeitsgericht. Die haben ja im September tatsächlich beschlossen, dass es eine Arbeitszeiterfassungspflicht gibt des Arbeitgebers. Erstmal Ausgangspunkt war der private Arbeitgeber. Aber das schließt an eine EuGH vom Europäischen Gerichtshof, eine Rechtsprechung von vor ein paar Jahren vorher und auch einige Oberverwaltungsgerichte, die festgestellt haben, es ist ein deutsches Problem, ein sehr spezifisches deutsches Problem, dass die Deputatsstundenmodelle in Deutschland dazu führen, dass keiner wirklich weiß, wie viel in Schule gearbeitet wird. Und es ist ja vorhin gesagt worden, auch von Steve, dass man positiv ansetzen soll hier. Ich glaube, man kann positiv an der SWK Stellungnahme und auch an diesem arbeitsgerichtlichen Urteil festhalten. Das wird beides. Das eine auf der politischen Ebene hat die Debatte um Arbeitszeit ausgelöst, und auf der arbeitsgerichtlichen Ebene hat es das BAG gemacht. Beides wird dazu führen, dass man mal in Deutschland eine Klarheit haben muss, wie ist denn konkret die Arbeitszeit? Wenn ich abstrakt fordere, ihr sollt eine Stunde länger arbeiten, dann muss ich auch definieren können, wie viel ist es denn am Ende des Tages? Und das kann keiner realistischerweise. Und deswegen glaube ich, da schlummert auch eine Chance für 2023, dass sich die Politik, in dem Fall die KMK und die Länder gemeinsam, sich verhalten müssen und überlegen müssen, und auch vor der SWK-Stellungnahme überlegen müssen, naja, wo geht das denn hin? Sind es jetzt die 46%, also die 46 Stunden, die tariflich entstehen, wenn man den Urlaub mit einrichtet? Oder sind es teilweise 50, die in der Praxis eine Rolle spielen? Also da wird eine große Ehrlichkeit irgendwann angesagt sein. Und die wird zwingend dazu führen, meines Erachtens, das zeigen alle Studien, du hast ja ein, zwei zitiert, es gibt auch mehr Studien dazu, die letzten 30 Jahre. Alle Studien, die seriös und bekannt sind, weisen aus, dass Lehrkräfte mehr arbeiten als tariflich vorgesehen. Das heißt in der Folge, das System ist unterfinanziert, das heißt in der Folge, wir brauchen noch mehr Lehrkräfte. Also das, was wir im Moment als Defizit haben, setzt ja diese Deputatsstundenmodell voraus. Also in jedem Fall kann man den Bedarf für die Zukunft deutlich höher mit Kapazitäten ausstatten, als es bisher der Fall ist. Und da würde ich gerne anschließen, was vorhin gesagt wurde, diese drastischen Zahlen, die fehlen, die haben ja jetzt zwei Wirkungen. Die einen sagen, und das ist leider in der PK, in der Pressekonferenz von der SWK, wo ja die KMK-Präsidentin dabei war und Thies Rabe aus Hamburg und Herr Lorz aus Hessen. Da war die Schlussfolgerung, naja, wir kriegen niemals genug Lehrkräfte ins System. Und da hat man die Möglichkeit, zwei Sachen zu tun, oder man vielleicht sogar drei. Entweder man scheitert, man sagt, es sind nicht genug, wir kriegen niemals genug hin, wir müssen das System so anpassen, dass wir mit diesem Mangel arbeiten können. Die Schlussfolgerung ist dann, dass sind die, die im System sind, mehr arbeiten müssen. Wäre eine Schlussfolgerung. Es könnte auch eine Schlussfolgerung sein, dass man den Stoff rausnimmt oder die Stundenpläne anpasst. Es sind ja auch Möglichkeiten, die nicht thematisiert wurden, aber das ist was, was möglich ist. Was man nicht machen darf, und es ging so ein bisschen in die Richtung in der PK zu sagen, naja, Strukturreformen haben gar keinen Sinn. Das dauert viel zu lange. Es sind nicht genug Leute da, all diese Argumente. Das führt dazu, dass wir in 6 bis 7 Jahren genau die gleichen Debatten auf mit erhöhtem Druck diskutieren. Und das ist eine relativ gefährliche Debatte, so eine Seitendebatte der SWK, die auch Herr Köller ein bisschen befördert hat, zu sagen, es hat doch sowieso keinen großen Sinn, in die Kapazitäten zu investieren. Wir müssen die Ressourcen, die heute im System sind, optimieren. Man muss das eine tun, vielleicht ohne das andere zu lassen. Aber man kann sich nicht freimachen von der Aussage, dass es in den nächsten Jahren eher zunimmt. Und das heißt, der Handlungsdruck steigt. Und es kann nicht heißen, dass der Handlungsdruck abgewälzt wird auf Akteure, die damit nicht unmittelbar, also nicht unmittelbar verantwortlich sind, meines Erachtens. Und deswegen glaube ich, insgesamt wird da viel Bewegung sein. Es wird alles dazu führen müssen, dass man in zwei Richtungen läuft. Einmal kurz- und mittelfristige Maßnahmen macht. Die sind jetzt auf dem Tisch. Teilweise populär, teilweise nicht. Die GEW hat ja selbst auch 15 Punkte genannt, wo auch Vorschläge gemacht wurden. Wurden von der SWK beispielsweise überhaupt nicht aufgegriffen und thematisiert. Kann man sich auch fragen, wer kommuniziert hier eigentlich mit wem? Und es ist nicht eine Aufgabe von einer solchen Kommission, auch Vorschläge aus der Praxis aufzugreifen.
Und neben diesen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen muss man eben auch diese mittel- und langfristigen Maßnahmen, die alle die universitäre Ausbildung betreffen, auch angehen. Und das wäre einer meiner Hauptvorwürfe an die SWK. Das haben sie völlig ausgeblendet. Und da muss man, glaube ich, nochmal deutlich nachschärfen. Ich würde mich dem anschließen. Was ich zum Beispiel total vermisse, sind Vorschläge für eine Nachqualifizierung, eine sinnvolle, von einer berufsbegleitende, wirklich praktikable Nach- und Weiterqualifizierten von Lehrkräften, die vielleicht noch nicht die volle Qualifikation erlangt haben. Da haben wir wirklich viele Personen, gerade diejenigen, die mit einem Fach nur hier im deutschen Schulsystem ankommen, das ist ja international nicht unbedingt die Regel, dass man zwei oder drei Fächer studiert hat. Das steht jetzt in der Empfehlung auch drin, aber da müssen wir dringend in den Dialog gehen mit den Hochschulen, Universitäten, mit denen die Lehrerbildung machen, wie das so praktikabel ist, dass es auch berufsbegleitend wirklich auf einem qualitativ hohen Niveau gewährleistet werden kann. Wir brauchen diese Menschen. Da würde ich gerne an der Stelle gleich anknüpfen, weil wir, die wir in dem System jetzt gerade tätig sind und vor allen Dingen auch in der Debatte, wissen, was vieles bedeutet. Ich würde gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle nochmal abholen und sagen, es gibt eben einmal die Laufbahn, die sogenannte traditionelle Laufbahn für die Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, ich entscheide mich für ein Lehramtsstudium in je nach Land einem unterschiedlichen Lehramtstypen. Ne? Also auch das ist je nach Land wieder unterschiedlich. Absolviere das Referendariat, das haben wir vorhin schon gesagt, und dann bin ich an einer Schule tätig. Es gibt seit vielen Jahren, seitdem der Lehrkräftemangel bekannt ist, die Idee des Quer- und Seiteneinstiegs. Es gibt bestimmte Probleme, dass nämlich Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Ländern kommen, wo das System anders ist. Unser Lehramtssystem gibt vor, man braucht für den Sek 1, Sek 2 Bereich zwei Unterrichtsfächer. An der Grundschule ist es zum Teil nochmal anders. Da sind werden andere Kriterien angesetzt. Und es wurden verschiedene Modelle eben der Qualifizierung oder nicht für den Quer- und Seiteneinstieg ausprobiert, ohne dass es da eine einheitliche Marschrichtung gibt, würde ich an der Stelle sagen. Es gibt auch immer wieder die Frage danach, wie ist das in den jeweiligen Ländern anerkannt? Auch das ist eine Problematik. Das heißt, wenn ich dann Lehrkraft in Berlin bin, heißt das nicht unbedingt, dass ich Lehrkraft in Baden-Württemberg sein kann und vor allen Dingen nicht, dass ich verbeamtet werde oder aber in einer bestimmten Entgeltgruppe, sei das nun als angestellte Lehrkraft oder als verbeamtete Lehrkraft, tätig sein kann. Auch das ist eine große Problematik, die man dabei berücksichtigen muss, denn auch wenn wir über Teilzeit sprechen und die Reduktion, heißt auch eine geringere Entgeltgruppe weniger Geld in der Rente oder eben der Pension. Und das müssen wir mit Blick auf die Menschen, über die wir da eigentlich an der Stelle reden, auch immer mitbedenken. Und an der Stelle, Steve, du hast dich gerade eingeschaltet. Ja, genau. Wir haben jetzt ja an verschiedenen Stellen schon über ganz konkrete Vorschläge und Empfehlungen der SWK gesprochen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir da wirklich nochmal konkret reingehen in die SWK-Empfehlung. Wir werden jetzt nicht jeden Punkt besprechen, aber die auch für besondere Diskussionen Aufmerksamkeit in den letzten Tagen geführt haben und die tatsächlich auch besonders wichtig sind. Ich glaube, dass es an dieser Stelle auch wichtig ist, als Wissenschaftler ist mir das wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese SWK-Empfehlung ganz konkret für den Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel jetzt in diesem Moment entstanden ist. Also das war der Auftrag der KMK. Die SWK hat eigentlich zwei Aufträge bekommen, nämlich ein umfassendes Gutachten zu schreiben, wie sich Schule insgesamt verändern muss. Dieses Gutachten soll Anfang nächsten Jahres erscheinen und hat einen zweiten Auftrag bekommen, nämlich jetzt kurzfristig Empfehlungen vorzuschlagen. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das so sinnvoll war oder so klug war von der SWK, diesen Weg mitzugehen, weil das ist durchaus in den letzten Tagen auch diskutiert worden, dass die SWK sich hat jetzt vor den Karren spannen lassen, der KMK diese unbequemen Wahrheiten auszusprechen und auch unbequeme Maßnahmen zu empfehlen. Aber tatsächlich ist das der Auftrag gewesen, jetzt ganz akut nach Empfehlungen zu schauen, wie wir jetzt mit dem Mangel umgehen können. Und auch deswegen hat das für so viel Aufsehen gesorgt, weil die SWK eben nicht darauf hingewiesen hat, welche strukturellen Veränderungen es eben auch braucht. Ich glaube, im Nachhinein wäre das wahrscheinlich der klügere Schritt gewesen, zumindest auch hier an dieser Stelle darauf hinzuweisen, was auch noch alles notwendig ist und was die KMK auch jetzt schon sofort angehen muss und nicht noch warten kann, bis da in einem Jahr noch ein zusätzliches Gutachten kommt.
Und Vorschläge gab es eine ganze Reihe. Unter anderem haben wir jetzt gerade schon darüber gesprochen, die Erhöhung des Stundendeputats mit den sogenannten Vorgriffsstunden. Das heißt auch in den Ländern unterschiedlich. Manchmal sind es Zeitkonten, Stundenkonten. Darüber können wir gleich mit Marc auch nochmal intensiver sprechen, weil er das miterlebt hat, als das in Berlin eingeführt wurde. Herr Köller, der Co-Vorsitzende der SWK ist, hat in einem anderen Podcast schon mal angekündigt, dass Abbummeln dieser Vorgriffsstunden ist sehr unrealistisch. Das heißt, hier müssten wir wahrscheinlich von Anfang an ehrlich sein, den Kolleginnen und Kollegen wird eine zusätzliche Stunde oder sogar noch mehr aufgebürdet, ohne dass sie die jemals tatsächlich wirklich abbummeln können. Dann wird unter anderem darauf hingewiesen, dass eben sehr viele Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit arbeiten. Helene ist die Frau für die Zahlen, aber ich glaube, es sind fast 50%, 40%, die in Teilzeit arbeiten. Viele auch wegen Care-Arbeit für die eigenen Kinder oder auch für pflegebedürftige Angehörige, aber andere, wie wir vorhin besprochen haben, auch tatsächlich, weil sie sagen, mit einem vollen Deputat schaffen sie ihren Job nicht. Und diese Kolleginnen und Kollegen sollen aus der Teilzeit zurückgeholt werden, bis hin tatsächlich zu einem Verbot von weniger als 50%. So konkret werden sie dann auch. Aber es soll Anreiz geben, damit Kolleginnen und Kollegen aus der Teilzeit zurückkommen. Klassenfrequenzen sollen angepasst werden, also es soll ausgeschöpft werden, dass die Klassen so groß, wie es eben möglich ist, werden können. Und dann wird am Ende dieser Empfehlungen unter anderem darauf hingewiesen, dass Verwaltungsaufgaben von, also dass Kolleginnen und Kollegen von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Mein persönlicher Eindruck beim Lesen dieses Papiers war, dass auch die Reihenfolge dieser Empfehlungen hochproblematisch ist, weil sie tatsächlich eigentlich erstmal die Kolleginnen und Kollegen in den Fokus gerückt haben, die zu wenig, vermeintlich zu wenig arbeiten und erst später auch darauf hinweisen, was dazu führt, dass sie zu wenig arbeiten, also vermeintlich zu wenig arbeiten, weil sie eben sehr viele zusätzliche Aufgaben in den letzten Jahren bekommen haben, Verwaltungsdokumentationsaufgaben und so weiter. Und erstaunlicherweise bleibt die SWK-Empfehlung gerade bei diesen Entlastungen bei den Verwaltungsaufgaben sehr vage. Das sind 3 oder 4 Zeilen in dem ganzen Papier. Dabei, das können wir, glaube ich, alle 4 bestätigen, ist die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, das ist das, wo sie ganz konkret Hilfe brauchen und was sie ganz konkret entlasten könnte. Und wollen wir uns diese Punkte einzeln jetzt einmal genauer anschauen, beginnen wir mal mit dem Stundendeputat. Marc, ihr habt ja in Berlin damit auf jeden Fall schon Erfahrung gemacht. Du hast gesagt, ihr habt relativ früh die Situation erkannt oder Berlin litt auch relativ früh schon unter dem Lehrkräftemangel. Und unter anderem gab es ja diese Zeitkonten in Berlin auch. Wie ist da die Erfahrung und stimmt das, was Olaf Köller auch schon gesagt hat, diese Stunden werden niemals abgebummelt? Wir haben die ja nicht erhöht, muss man sagen. Die Erhöhung ist ja unter Klaus Wowereit gelaufen. Das war deutlich vor 2011. Da sind diese Arbeitszeitkonten eingerichtet worden. Man hat eben mehr gearbeitet und hat es auf dem Konto gutgeschrieben bekommen. Und das sollte dann später ausgezahlt werden. Wir hatten die dankenswerte Aufgabe, diese Konten aufzulösen. Das war 2012, 13. Und praktisch ein System zu bauen, wo man die Alterszeitermäßigung, das war das Grundkonzept, dass man sagte, die Arbeitszeit, das Arbeitszeitkonto wird aufgelöst und führt dazu, dass die Menschen in ab einer bestimmten Altersgruppe 2 oder 3 Deputatsstunden weniger arbeiten mussten. So ist es aufgelöst worden. Das hat den Bedarf ja noch erhöht. Ja, das war also eine gegenläufige Initiative damals Mitte der Jahre. Also wie gesagt, 2012 bis 2015, würde ich jetzt im Nachhinein ungefähr sagen, war das, wo man sehenden Auges gesagt hat, man erhöht den Bedarf an Einstellungen, sorgt aber dafür, dass diese Arbeitszeitkonten aufgelöst werden, weil die einen ungeheuren Wert angenommen hatten inzwischen. Wenn man es hätte kapitalisieren müssen, was Köller ja vorschlägt, ist auszuzahlen, das sind ja riesige Summen, die sich da auftun. Ich bin auch nicht wirklich überzeugt davon. Er sagt ja, die können nicht genommen werden, die müssen ausbezahlt werden. Das sind doch Beträge, da sollte man sich nochmal genau angucken, ob man das eigentlich will, dass da am Ende ein Milliardenbetrag rumhängt. Das Geld wäre mit Sicherheit besser investiert in zusätzliche Professionen, zusätzliche Ausgestaltung, zusätzliche Entlastung im Verwaltungsbereich. Da gibt es viele Sachen, die man machen kann, jenseits der konkreten Lehrkräfte, die auch Geld kosten, Sozialarbeiter und so, Sozialarbeiterinnen und so weiter. Also das war damals die Debatte, heute ist die Debatte ja andersrum. Jetzt will man ja wieder reingehen in die sogenannten Vorgriffsstunden oder Arbeitszeitmodelle, um eben jetzt mehr Deputatsstunden durchzudrücken und zu sagen, 1, 2 Stunden mehr und die bekommt ihr eben in einigen Jahren dann ausgezahlt. Aber wissend, dass in einigen Jahren die Situation nicht anders ist,
Das mag sein, damit kann man vielleicht mal vorübergehend ein Schuljahr organisieren, damit kann man aber nicht dieses Defizit wegorganisieren. Deswegen glaube ich, das ist meines Erachtens kein geeignetes Modell, mit diesen Arbeitszeitkonten oder Vorwärtsstunden tatsächlich zu arbeiten. Bei der Teilzeit ist noch ein bisschen was anderes, da kann man drüber reden, solange es freiwillig bleibt, meines Erachtens. Aber das, was da jetzt gesagt wurde von Frau Thiel, speziell FU Berlin und Herrn Köller, dass da ein Potenzial von 200.000 VZE schlummert. Herr Köller hat ja in einem anderen Podcast gesagt, wenn alle arbeiten würden, hätten wir kein Problem. Allein schon dieser Tenor ist so absurd, denn wenn die Unis gut ausbilden würden, genug ausbilden, hätten auch kein Problem. Das sagt überhaupt nichts, sowas. Und es ist völlig unrealistisch, auch nur ansatzweise zu denken, dass das Volumen von 200 VZE ernsthaft gehoben werden könnte. Da stecken ja Menschen drin, die haben teilweise Behinderungen, die sind darauf angewiesen, Teilzeit zu arbeiten, das sind Menschen und die haben Familie, die keiner schlechter stellen will und so weiter. Und wenn sie das alles runtermändeln am Ende des Tages, haben sie vielleicht 10 bis 15%, die sie wirklich ernsthaft in der Teilzeit, also wo sie ein Volumen heben können. Und das erfordert immer noch einen hohen Druck, Leute 10 bis 20% mehr arbeiten zu lassen. Da geht es ja nicht um eine Stunde. Um dieses Volumen ernsthaft zu heben, müssten Sie 10 bis 20% mehr Arbeit verfügen. Und das kann man nicht ernsthaft angehen im Bildungsbereich. Die Leute werden sofort wegducken, rausgehen, krank werden, sich dem entziehen. Auch zu Recht meines Erachtens. Das ist eine gefährliche Debatte, wenn man sowas verfügen, von oben verfügen will. Wenn man es freiwillig versucht, Anreiz zu erzeugen, kann man machen. Aber da wird der Effekt deutlich kleiner sein. Ich kann da aus Baden-Württemberg was zu beitragen, weil in Baden-Württemberg ist das im Prinzip schon in die Tat umgesetzt worden, diese Empfehlung. Die Lehrkräfte, die Teilzeit aus nicht familiären, also aus sonstigen Gründen beantragen, die bekommen die nicht mehr genehmigt unter Umständen im Moment. Also wir sind schon so weit. Das betrifft dann sowas wie Sabbatjahre oder eben eine Unterrichtsstundenreduktion auf, viele haben dann so 20, 21 Stunden. Und sobald deren Kinder 18 Jahre alt sind oder die eben keine Pflegeverantwortung mehr haben, wird der Teilzeitantrag mittlerweile abgelehnt. Und ja, wozu führt das? Es führt zu Unmut. Und es hat nicht dazu geführt, ist jetzt bereits seit einem Dreivierteljahr in Baden-Württemberg der Fall. Es hat nicht dazu geführt, dass man dadurch sehr viele Deputate mehr ins System bekommen hätte. Also dass der Erfolg, den man sich dadurch erhofft hat, der ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, es ist halt Unmut dadurch entstanden, weil die Leute ja aus guten Gründen ihre Arbeitszeit reduzieren. Und auf genau diese Reduktion würde ich gerne an der Stelle noch einmal eingehen, denn Reduktion und Wohlbefinden, das ist ja das, was an der Stelle zusammenfällt. Und du hattest das vorhin schon gesagt, Susanne, die Lehrkräfte machen das ja, weil sie das Gefühl haben, sie können ihrer Unterrichtsverpflichtung im Sinne eines guten Unterrichts nicht mehr gerecht werden. Das heißt, wir haben eine wirklich positive Einstellung der Lehrerinnen und Lehrer, die ich hier auch gerne einmal hervorheben möchte, die sagen, wir leben für diese Profession. Es ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Wir möchten dem gern so nachkommen und können das aber gar nicht. Deshalb reduzieren wir unsere Stelle. Wir haben schon gesagt, das hat auch Auswirkungen eben, ne, auf das, was am Ende bei der Rente oder der Pension herauskommt. Und wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie krank. Und auch dazu gibt es mittlerweile Statistiken. In Niedersachsen zum Beispiel wurde eine Studie erhoben, die zeigt, dass tatsächlich 40% der Beamtinnen und Beamten länger als 30 Tage krank waren in einem Jahr. Und das ist ein Monat. Und das muss Ja. ja wieder von anderen ausgeglichen werden. Das heißt, Genau. auch selbst wenn ich in Teilzeit bin, muss ich ja trotzdem noch Unterricht vertreten. Ich habe nicht nur mein reguläres Deputat. Genau, und das sorgt dann wieder für ein schlechtes Gewissen der KollegInnen. Ja, weil die wissen ja genau, also es gibt das Phänomen des Präsentismus, wenn sie sagen sich, wenn ich krank bin, dann muss ja meine Kollegin oder mein Kollege mich vertreten. Dann haben wir so Situationen, dass von zu Hause aus, obwohl jemand wirklich sehr krank ist, Unterricht vorbereitet wird, noch Material geschickt wird und so weiter. Und ich habe mich im letzten Jahr im Rahmen meines Masterstudiums mal mit Präventionsprogrammen zu Lehrergesundheit beschäftigt. Das taucht ja jetzt auch wieder auf in dieser SWK-Empfehlung. Und interessant ist dabei, dass die allermeisten Präventionsprogramme nur auf Verhalten Prävention setzen, also nach dem Motto, wenn du es nicht schaffst, bist du selbst schuld, also achte auf dich, ja.
Und wenig wird wirklich nach der Verhältnisprävention geguckt. Also unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten wir denn? Haben wir denn einen Lärmschutz, einen vernünftigen zum Beispiel in den Schulen durch irgendwelche baulichen Maßnahmen? Haben wir angemessene Ruhezeiten? Wie ist es im Ganztagsbetrieb zum Beispiel? Haben wir einen angemessenen Arbeitsplatz? Also wenn der Arbeitsschutz genau hinschauen würde bei uns in den Schulen, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben oft keine Arbeitsplätze, die in irgendeiner Form den arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen entsprechen. Und da könnte man ganz viel machen. Ich würde auch liebend gerne meine Vorbereitung an der Schule schaffen können, wenn ich da einen Raum hätte, wo ich in Ruhe arbeiten könnte, wo ich alle meine Arbeitsmaterialien hätte. Ich sitze im Keller, wenn ich das machen will. Mache ich auch manchmal, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Das einerseits und dann vor allen Dingen, die Schule ist ja mehr als der Raum, wo nur der Unterricht stattfindet. Und wenn wir schauen darauf, was brauchen wir eigentlich, dann ist eine Empfehlung von anderen ja auch die Kooperation. Wir hatten dazu eine Podcast-Folge mit Iris Laube-Stoll, die Studienseminarleiterin ist und ganz stark das befördert. Das heißt, wir müssen Schule als Raum ja eigentlich auch anders wahrnehmen. Und wenn wir sagen, naja, wir erhöhen eigentlich nur die Unterrichtszeit, aber nicht die Zeit für die Zusammenarbeit, dann ist das eine Problematik, die hinter dieser, die sich in dieser Empfehlung zeigt, in der Denke, die dahinter steht, ne? Das kann ich bestätigen. An unserer Schule wird sehr viel Teamkultur gelebt und ich kann bestätigen, dass ich das als sehr entlastend empfinde. Also wir haben tatsächlich zwar keine Deputatstunden, die dafür eingesetzt werden, aber wir haben Teamzeiten, in denen wir wirklich als Team zusammenkommen und kooperieren und wir schätzen diese Zeiten sehr, weil in der Zeit können wir uns auch mal austauschen über bestimmte Fragestellungen. Und ich habe immer den Eindruck, dass an den Gemeinschaftsschulen, die ja schon Ganztagsschulen sind, gebunden in Baden-Württemberg, dass die Kultur eher schon verbreitet ist, aber das ist noch nicht überall so. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang immer, dass international ja auch viel mehr gemeinsam zum Beispiel Schulentwicklung betrieben wird, man sich austauscht, diese Zeit einfach zur Arbeitszeit dazugehört und dass das zu einer größeren Zufriedenheit letztendlich auch führt, weil man weiß, man ist nicht alleine, man kann sich gegenseitig unterstützen. Und es wundert mich immer, dass das überhaupt nicht erwähnt wird in diesen ganzen Empfehlungen, dass es dafür Zeit und Wertschätzung und Raum braucht, dass es eigentlich einem modernen Berufsbild für Lehrkräfte auch entspricht. Wir wollen gleich auch nochmal genauer drauf schauen, was wünscht ihr euch eigentlich, was wünschen wir uns, wie müsste sich Schule insgesamt verändern, was davon kann man auch tatsächlich ganz akut, ganz aktuell umsetzen. Einiges davon hast du jetzt ja auch schon angesprochen, Susanne. Aber ich würde nochmal ganz kurz bei diesen Empfehlungen bleiben. Sie hängen natürlich ganz oft mit der tatsächlichen Erfahrung in der Praxis zusammen. Aber mich hat tatsächlich auch irritiert, sowohl beim Lesen der Empfehlung als auch bei dem Podcast, den wir jetzt schon zwei, dreimal hingewiesen haben, von Jan-Martin Jarder, wo Frau Thiel und Herr Köller anwesend waren. Wir verlinken den auch mal in den Shownotes. Da gab es so einige Aussagen dieser beiden Co-Vorsitzenden, die tatsächlich irritierend waren. Und zu diesen Aussagen gehört eben auch, dass alle aus der Teilzeit nach Möglichkeit zurückkommen sollen, die eben keine Care-Arbeit machen oder Pflegearbeit machen. Und sie haben eben genau diese Gruppe ignoriert, über die wir jetzt schon ganz oft gesprochen haben. Menschen, die bewusst auf Gehalt verzichten, um guten Unterricht zu machen. Und diese Kolleginnen und Kollegen kommen ja nicht zurück, wenn sich nicht strukturell etwas ändert. Und wenn nicht vor allem an den Aufgaben, die sie sozusagen zusätzlich aufgebürdet bekommen haben, wenn sie von diesen Aufgaben nicht entlastet werden. Und das gehört aber auch zu den Empfehlungen, das muss man fairerweise sagen, die die SWK formuliert hat, nämlich tatsächlich eine Reduktion dieser Verwaltungsaufgaben. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, sie bleiben aber sehr vage, ein Dreizeiler in ihrem Papier. Da sollte sich etwas ändern, da sollte etwas passieren. Ich kann noch aus meiner Zeit, in der ich Vollzeit als Lehrer gearbeitet habe, sagen, dass das ja tatsächlich eine ganze Menge war, was da zusätzlich noch auf uns zugekommen ist in den letzten Jahren. Abgesehen davon, dass ja das Lehrdeputat ohnehin in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder gestiegen ist, sind eben diese Verwaltungsaufgaben dazugekommen. Noch schlimmer ist das eigentlich in den letzten Jahren geworden durch zusätzliche Strategien der Schulentwicklung wie Digitalisierung, Inklusion, ein Thema, was uns ja eigentlich auch schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, Dokumentationspflichten und so weiter. An ganz, ganz vielen Stellen könnten Lehrkräfte hier tatsächlich entlastet werden. Und das fängt schon bei so banalen Dingen an, wie der Vorbereitung einer Klassenfahrt, den Verwaltungsaufgaben im Kontext einer Klassenfahrt oder eines Projektes, einer Exkursion.
Genau, was würdet ihr beide sagen, was braucht es hier eigentlich tatsächlich als konkreten Vorschlag, den die SWK hier gar nicht benannt hat? Also ich kann gleich anfangen. Ich bereite nämlich gerade eine Klassenfahrt vor, endlich mal wieder. Und es ist einfach, also es ist unfassbar, woran man alles denken muss. Also zum Beispiel die Frage, hat die Schule einen Jugendherbergsausweis? Darum musste ich mich jetzt letztendlich kümmern. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden mich diese Tätigkeit gekostet hat. Erstens rauszufinden, hat die Schule einen Jugendherbergsausweis, dann rauszufinden, nein, sie hat keinen Jugendherbergsausweis, dann muss der ja beantragt werden. Dann muss man kommunizieren mit der Jugendherberge. Dann gibt es solche Sachen wie: Wir dürfen ja das Geld, was für die Klassenfahrt bezahlt wird, von den Eltern nicht auf unsere Privatkonten einzahlen lassen als Lehrkräfte. Die Schule hat aber kein Konto. Also muss ich jetzt mich darum kümmern, dass ein Treuhandkonto eingerichtet wird. Und also allein erstmal rauszufinden, wie ist es rechtlich? So richtig erfahren sind wir ja jetzt nach Corona auch nicht mehr mit solchen Sachen. Ich weiß gar nicht, also wenn ich die Stunden zusammenzählen würde, die mich das allein in den letzten 2 Wochen gekostet hat, das zu organisieren, da hätte ich mir ganz dringend eine Entlastung durch ein Sekretariat irgendwie, eine Verwaltungsfachkraft gewünscht, die das ja auch viel besser hätte machen können als ich, weil die diese ganzen Richtlinien kennt. Sehr gutes Beispiel, Klassenfahrt. Unterschriften einsammeln. Vielleicht kann ich ja ergänzen, wir haben ja tatsächlich 3 Tage nach dieser SWK-Stellungnahme diesen Bildungsrat von unten gegründet, in Anführungsstrichen. Das ist erstmal ein spontaner Versuch, ein bisschen den Leuten eine Stimme zu geben, die aus der Praxis heraus konkrete Anregungen auch haben. Und da ist jetzt, wir sind Stand heute bei ungefähr 300 Personen, die sich da gemeldet haben, also schriftlich eingetragen haben mit ihrem Klarnamen und vor allen Dingen auch da gab es die Möglichkeit, Vorschläge gegen den Lehrkräftemangel anzuschreiben. Und es sind ja nun meistens größtenteils Pädagoginnen, also die fühlen sich dann auch aufgefordert zu schreiben. Ich habe es den größten Teil des heutigen Samstags damit verbringen dürfen, das mal durchzugucken. Es sind von den 300 Leuten etwa 260 Kommentare, die teilweise mehrseitig sind. Und das ballt sich über alles, es geht über alles Mögliche. Aber die Frage der Entlastung, der sinnhaften Entlastung, da geht es jetzt nicht um, ich möchte weniger arbeiten, sondern es geht darum, ich möchte eigentlich als Pädagoge arbeiten, als Pädagogin arbeiten und möchte von diesem ganzen Mist entlastet werden, von der Schülerakte über die Erfassung, ob jemand im Hartz IV oder in einem Bedarfshaushalt lebt oder nicht, Sekretariatsaufgaben, die teilweise nicht stattfinden, also pädagogisch sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel Fahrten und so, klar, völlig richtig. Aber der Grundbedarf ist tatsächlich, und da kommen auch Verweise an andere Länder, wie beispielsweise Frankreich, wo es auch Professionen gibt, die die Lehrkräfte entlasten. Bis hin zu der Frage Aufsicht. Muss eine Lehrkraft die Aufsicht führen und so weiter in der Grundschule? Ob man da nicht stärker Studierende ranholen kann oder auch eine eigene, sowas wie eine Assistenz als Berufsfeld aufbaut. Das sind alles Punkte, die eine große Rolle spielen. Und das, glaube ich, muss man tatsächlich auch ernst nehmen. Und das ist ein bisschen das Problem an dem Vorgehen von SWK und KMK. Die haben jetzt ein Papier in die Welt gesetzt, ohne große Vorankündigung, ohne eine Vordebatte mit den Stakeholdern in dieser Bundesrepublik, indem sie jetzt sagen, ihr müsst alle mehr arbeiten. Das sagen sie implizit, steht ja nur drin. Letztlich heißt es, wir haben ein Problem, das ist ein historisches Problem. Wir lösen es nicht kurzfristig durch mehr Lehrkräfte, deswegen müssen die da sind, mehr arbeiten. Punkt. Was man hätte tun müssen, meines Erachtens, und spätestens jetzt tun muss, im Nachhinein, um es zu heilen, ist einen Diskurs zu führen, wie kann dann ein Paket aussehen? Also ich kann ja nicht einfach reingehen und sagen, ja, eine Gruppe arbeitet mehr, die anderen beiden Gruppen, nämlich die Hochschulen und die Verwaltung, machen gar nichts. Ein Paket würde heißen, öffne ich die universitäre Ausbildung oder dass Fachhochschulen beispielsweise mit reinkommen? Mache ich einen Einfachlehrer? Mache ich den Quereinstieg etwas einfacher, ohne jetzt die Qualitätsstandards aufzugeben? Einige ich mich überhaupt mal auf Qualitätsstandards? Die gibt es ja nicht in Deutschland, obwohl wir seit 10 Jahren Quereinstieg haben. All diese Punkte sind nicht geleistet worden. Und das wäre, glaube ich, wichtig für die Akzeptanz im Feld, dass man Entlastung schafft auf der einen Seite, dass man neue Professionen entwickelt, die entlasten können eben auch, vernünftig bezahlt, die Rahmenbedingungen da, wo es geht, irgendwie verbessert und dann am Ende vielleicht auch darüber redet, wie man die Arbeitszeit organisieren kann, besser organisieren kann. Am liebsten natürlich vorübergehend nur. Aber durch dieses einseitige Verkünden und keine Debatte wirklich ernsthaft anschließen, tut sich die KMK und auch die SWK keinen großen Gefallen. Ich glaube, das führt zu einer Ablehnung im Feld, die den ganzen Bereich eher verschlimmert als verbessert. Das kann man besser machen und da müsste man, und deswegen ist dieser Bildungsgipfel auch von unten so ein bisschen der Gedanke, naja, wenn ihr es nicht wollt und könnt, dann werden wir vielleicht was zuliefern und parallel zu der für Januar 2024 anstehenden Stellungnahme auch vielleicht konkrete und erfahrungsgesättigte Vorschläge machen, die vielleicht dann auch helfen könnten. Du hast gerade schon beschrieben, was der Bildungsrat von unten ist. Die Frage wäre meinerseits, ihr wollt Ideen entwickeln. Wo geht ihr damit hin?
Und was ist das Ziel? In Kommunikation kommen, hast du schon gesagt, aber gibt es tatsächlich das Ziel, eine Veranstaltung oder irgendetwas in der Art mit der KMK oder der SWK vielleicht durchzuführen? Darf ich ganz kurz nochmal, Marc, die Fragen musst du im Hinterkopf behalten. Ein Punkt ist mir noch wichtig, bevor wir dann zu dem Bildungsrat kommen. Es gab noch einen weiteren Vorschlag, nämlich die Klassenfrequenzen zu erhöhen. Und ganz kurz, Helene, wenn ich darf, würde ich da gerne nochmal einhaken wollen, weil das natürlich auch für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Argumentiert wurde unter anderem mit der Hattie-Studie und anderen Studien, die vermeintlich belegen, die Klassengröße ist nicht entscheidend. Das, was ich da immer problematisch finde, ist, dass es dabei um den Lernerfolg geht, also im klassischen Sinne quasi Wissen reproduzieren zu können. Und das wissen wir schon lange, dass da die Klassengröße nicht entscheidend ist. Also wir können uns an Südkorea orientieren, wo teilweise 40, 50 Kinder in einer Klasse sitzen und gut auswendig lernen können. Das ist aber nicht unser Bildungsverständnis, zumindest nicht mein Bildungsverständnis. Und deswegen hat mich das durchaus irritiert, dass auch die Expertinnen und Experten dieser ständigen wissenschaftlichen Kommission mit diesem Argument um die Ecke kam. Also es würde ja im Zweifel gar kein Problem sein, weil für den Lernerfolg ist eine größere Klasse unproblematisch. Also ich halte schon diese These für fragwürdig, aber das, was ja noch viel mehr dahinter steckt, ist, dass jedes weitere Kind, jeder weitere Jugendliche in einer Klasse ja auch noch sehr viel mehr Aufgaben mit sich bringt als nur den Unterricht. Und deswegen, Susanne, vielleicht nochmal die Frage an dich, was würde das tatsächlich in der Praxis bedeuten, wenn in der Klasse eben nicht mehr 28, sondern 30 oder in vielen Klassen sind es ja nicht 30 dann, sondern 32 oder 34 oder noch mehr Kinder sitzen? Was hängt denn da noch mit dran, außer das Vermitteln von Wissen? Hoffentlich sind wir über diese vermittlungsdidaktische Perspektive eigentlich längst hinweg. Was steckt da noch mit dran? Und vielleicht noch einen Satz, hast du eine Idee, auch aus deiner Praxiserfahrung, was sich vielleicht statt der Klassengröße anderes verändern müsste strukturell? Oh ja, das ist keine so ganz einfache Frage, aber du hast natürlich völlig recht mit deiner Einschätzung, dass diese Wissensvermittlung, also das wissen wir auch aus den Studien aus Göttingen, von der Arbeitszeitstudie, das macht ja 30% unserer Tätigkeit nur aus. Das ist ja ein ganz geringer Teil. Wenn ich jetzt an meine heterogenen Lerngruppen denke und in allen Schularten werden die Lerngruppen zunehmend heterogener, dann hängt da ja auch sowas dran wie Gespräche mit Jugend- und Sozialämtern, Elterngespräche, dann sind wir ja schon viel weiter. Wir machen ja Lernentwicklungsbegleitung, Coaching-Gespräche. Das fällt alles flach. Also das kann man, unser Zeitbudget ist ja nicht unendlich. Und wir sehen einfach gerade dieser Beratungsaspekt in Zusammenarbeit mit den Eltern, aber auch ein individuelles Coaching der Kinder bekommt eine immer größere Bedeutung. Nur so kann ich der Heterogenität überhaupt gerecht werden. Und ich frage mich immer so ein bisschen, aber da könnt ihr vielleicht aus der wissenschaftlichen Sicht mehr dazu sagen, was ist denn da überhaupt gemessen worden in Bezug auf die Klassengrößen? Natürlich kann ich meinen Input, das machen wir auch bei uns so, also Input im Prinzip wirklich eine Instruktionsphase mit 40 SchülerInnen machen. Das geht. Das machen wir manchmal einfach, um zu sagen, okay, wenn ich das jetzt mit den 40 mache, da geht es wirklich nur um die Instruktion, dann kann ich in einer anderen Phase die Gruppen vielleicht mal teilen und in kleinen Gruppen arbeiten und kann da dann individueller arbeiten. Aber damit habe ich ja keine einzige Lehrkraft gewonnen. Ja, also ich weiß nicht, wo man da sparen soll. Es ist also auch unter Normalbedingungen völlig auf Kante genäht und glaube schon, dass wir flexibler werden müssen, auch im Denken flexibler werden müssen, mal gucken müssen, wem kann man, also welchen Schülern können wir welche Freiheitsgrade geben, auch mal aus dieser pädagogischen Aufsichtsbeobachtungssituation mal rauszugeben, ihnen mehr zuzutrauen. Da gibt es auch schon Ansätze. Aber ich zweifle trotzdem an, dass man damit Lehrkräfte gewinnen kann. Ich glaube, wir brauchen die Menschen. Nein, ich bin davon überzeugt, wir brauchen diese Menschen und wir brauchen diese Menschen auch für andere Tätigkeiten. Und was mich in dem Zusammenhang immer besonders irritiert, die Diskussion ist oft so, ich sage es immer, es ist so aus so einer gymnasialen Perspektive. Also ich arbeite jetzt an einer Schulart, die einfach wirklich große Herausforderungen auch zu stemmen hat. Und das sind ja viele Lehrkräfte, denen es auch so geht. Da stehen wirklich Aufgaben im Zentrum, die mit Unterricht
per se nicht so viel zu tun haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir holen Sozialarbeiter noch mehr mit in die Schulen oder wir sorgen dafür, dass es psychologische Ansprechpartner gibt. Also wir sind ja eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, sage ich immer, dass wir alles können sollen und auch für alles zuständig sind. Da könnte ich mir schon vorstellen, durch wirklich multiprofessionelle Teams, die man gut zusammensetzen müsste, könnten wir entlastet werden. Das ist im Moment nicht der Fall, also von solchen Aufgaben. Aber dann braucht man auch wieder Zeit, um in diesen Teams zusammenzusitzen und sich setzen und sich zu beraten. Wie gehen wir denn jetzt damit um, mit der Situation von einem Kind zu Hause zum Beispiel? Ja, also ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich habe da keinen guten Vorschlag. Du hast aber den Punkt der Flexibilisierung angesprochen. Das trifft eben auch wieder das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Denn Flexibilisierung bedeutet ja auch, ich muss an bestimmten Stellen entscheiden können, als Schulleitung, als Kollegium etc. Auch dazu gibt es die Studien, welche Mehrbelastung gerade Schulleitungen haben. Wir haben ein Gespräch, und es war tatsächlich unsere erste Folge hier, mit Katrin Herfitz-Sternberger geführt, wo es eben darum ging, was ist eine glückliche Schule und wie kann man Schule eben auch anders gestalten. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und sie kann wahnsinnig gut aufzeigen, was für ein Potenzial in Schule steckt. Und Marc, du hast vorhin benannt, 300 Leute haben schon unterschrieben und haben gesagt, wir haben Ideen. Und deshalb komme ich jetzt auf meine Frage zurück. Wie wollt ihr diese Ideen kommunizieren und was setzt ihr euch als Ziel, um diese Ideen auch an die entsprechenden Stellen zu bringen? Erstmal sind wir ja keine, es ist ja kein politisches Organ erstmal, sondern es ist ein relativ spontaner, virtueller Zusammenschluss von Leuten, die alle so ein bisschen das Gefühl haben, da ist mehr drin, als was bei der SWK-Stellungnahme gebracht hat. Und es fängt schon damit an, wenn man das mal systematisch betrachtet, das wäre einer der ersten Schritte, die wir jetzt auch anleiern würden. Es gibt zwei wesentliche Dimensionen, mit denen man von politischen Maßnahmen, mit denen man antworten kann. Das eine ist die angebotsorientierte Dimension, das heißt, ich erhöhe das Angebot an Lehrkräften. Das ist der ganze Bereich grundständig ausgebildeter Lehrkräfte an Unis. Das sind Kapazitätsfragen. Das kann man auch unterteilen in grundständig, systemisch. Und das zweite wäre atypische Beschäftigungsformen, wie zum Beispiel Seiteneinsteiger, Quereinsteiger. Das sind die beiden angebotsorientierten Bereiche. Und da gibt es verschiedenste Maßnahmen, die man darunter führen kann. Hat die SWK gar nicht beleuchtet. Was eben sehr populär ist, ist der zweite Bereich. Das ist der bedarfssenkende Bereich. Also ich erhöhe nicht mein Angebot an Lehrkräften, sondern ich versuche, meinen schulischen Bedarf zu senken an Lehrkräften. Das teilt sich auf in zwei Bereiche, wenn man das systemisch machen würde, was die SWK, wie gesagt, nicht gemacht hat. Es gibt einmal den arbeitszeitorientierten Bereich. Also ich drehe irgendwie an der Stellschraube Arbeitszeit. Da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann die Arbeitszeit der Lehrkräfte erhöhen, ich kann die Abordnung streichen, ich kann die Gymnasialen umsetzen in die Grundschulen. Also im gegebenen Bestand ändere ich die Struktur meiner Arbeit. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch bedarfssenkend, ist schulorganisatorisch. Also ich kann die Stundentafel ändern, kürzen. Ich kann Stoff rausnehmen, ich kann ergänzende Unterrichtsvolumen kürzen, Präsenzzeiten von den Schülerinnen, also beispielsweise Hybridunterricht, Selbstlernzeiten senken. All das senkt den Bedarf. Und was die SWK gemacht hat, die hat fast ausschließlich auf die Frage Arbeitszeit rekurriert. Und das ist relativ unsystematisch meines Erachtens. Und ich glaube, es ist viel wertvoller und auch in der mittelfristigen Perspektive sinnvoll, diese vier Dimensionen sich anzuschauen. Und das sammeln wir gerade ein. Und werden das versuchen, systematischer auch zu ordnen und konkrete Vorschläge eben auch zu unterlegen, was jeweils machbar ist. Und das Hauptding ist meines Erachtens, dass man den Druck aufrechterhält, dass das ganze Problem nicht lösbar ist, wenn man nicht die Kapazitäten ändert. Man muss dauerhaft mehr Kapazität an den Unis erzeugen. Und dann müssen bestimmte Thesen, die die SWK auf in den Raum gesetzt hat, geprüft werden. Und das kann man am besten, glaube ich, mit Leuten, die Ahnung haben, prüfen. Leute, die an der Uni sind. Wir haben viele Leute, die Studierende sind gerade. Leute, die im Referendariat sind, Leute, die das Referendariat schon gemacht haben und in der Praxis sind, die können relativ gut bewerten, was ist mit einer einphasigen Ausbildung? Was ist wenn ich ein Seminar belege mit mehreren Monobachelor und ich bin Lehramtsstudierender in Biologie, ist es vernünftig organisiert oder warum breche ich ab? Weil ich das Gefühl habe, die Monobachelor haben zwei Drittel mehr Zeit als ich mit meinen zwei Fächern. Und das sind verschiedene Punkte, die man einfach angehen muss und die man wohl nicht aus dem Bauch heraus was sagt, sondern wo man es auch unterlegt mit konkreter empirischer Evidenz, wie es so schön heißt, bei den Profs, die sich selbst ja in diesem Gutachten, ich halte viel von der SWK, aber in diesem Gutachten, die ist nicht besonders empirisch geprägt, das ist eher von politischen Bauchgefühlen geprägt, meines Erachtens, wenn man es etwas zuspitzen dürfte. Und wir versuchen jetzt eben das ein bisschen zu ergänzen durch Material, durch Positionen,
durch Debatten vielleicht dann auch später, das wäre aber erst im Sommer, wenn man Positionen hat. Und dann am Ende tatsächlich, das wäre das, was mich reizt dabei, parallel zu der SWK im Januar 2024 ein von unten gewachsenes Gutachten aufzusetzen, was dann eben parallel debattiert werden könnte. Wenn es vorher schon Debatten gibt, wo ich bin ein großer Anhänger von Kommunikation, dann ist es sinnvoll. Aber ich glaube, da sollte die SWK und die KMK vor allen Dingen mit den berufsständischen Verbänden einfach in die Diskussion kommen und versuchen, Sachen zu vereinbaren und zu diskutieren, die, wo eben auch tatsächlich dann Gewerkschaften, große Verbände, Elternverbände, Migrantenverbände, die sind ja dazu da, sich einzubringen und auch politisiert zu arbeiten. Ich sehe uns unsere Aufgabe selbst ein bisschen dazu, Argumente zu liefern und da, wo Unsinn erzählt wird, vielleicht dann in Anführungsstrichen auch zu sagen, nein, es sieht anders aus. Aber das ist ein Experiment. Ich kann nicht sagen, ob es gelingt. Das ist erstmal aber was, was Spaß macht, weil viele Menschen das Gefühl haben, ja, zum ersten Mal werden wir irgendwie auch gehört und es wird aufgegriffen, was passiert. Ob wir das jetzt richtig lenken können, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Aber es ist ein Experiment. Ich würde mich gerade anschließen, weil ich bin ja auch spontan eingestiegen auf diese Aktion. Und manchmal ist es ja so, also da ich ja auch in einer Gewerkschaft aktiv bin, kenne ich das. Es ist in diesen großen Organisationen natürlich so, bevor solche Vorschläge entwickelt werden und man mal ins Gespräch kommt, das dauert ewig. Da muss man einen sehr langen Atem haben. Und ich bin vom Typ her eher so pragmatisch, dass ich denke, Leute, wir haben jetzt sowas wie das Internet. Wir können uns hier unterhalten über Vorschläge, die es gibt. Und der Bob Blume ist ja auch dabei. Der hat ja auch ein Buch geschrieben und hat auch schon sich mal aufgeregt und aber auch konstruktive Vorschläge gebracht, was man denn tun könnte, um mal also über den Tellerrand zu gucken. Also einfach mal neu zu denken und nicht zu sagen, nein, wir wollen jetzt hier keine Strukturveränderungen haben. Es gibt eine Initiative zur Prüfungskultur zum Beispiel. Also die Frage, wie viel Zeit kostet uns Lehrkräfte denn das Bewerten von Klassenarbeiten, ja, die natürlich juristisch immer wasserdicht gemacht werden müssen. Also da gibt es ganz viele Ideen. Oder es gibt die Initiative Friday. Also wer so ein bisschen unterwegs ist im Netz, weiß ja, es gibt ganz viele Ideen, wo man Schule flexibilisieren kann, wo man mal neue Wege gehen kann. Ja, der Jan Fedder ist es, glaube ich, der macht so ein Theo-Projekt, also wo wirklich mehr Praxis in die Schule geholt wird, wo die Interessen der Jugendlichen aufgegriffen werden. So was Ähnliches gibt es in Baden-Württemberg auch, in Jetting an der Gemeinschaftsschule, da heißt es, glaube ich, TEA. Es gibt so viele gute Ideen im System, wo man auch Ressourcen schaffen könnte und vielleicht einfach so ein bisschen dieses System aufbrechen könnte. Und da hatte ich Lust, mitzuwirken und diese Ideen mit reinzubringen. Es geht nicht darum, jetzt eine perfekte Lösung zu präsentieren, aber einfach mal zu sammeln und zu sagen, hey, wir diejenigen, die das machen jeden Tag, wir haben auch Ideen und fragt uns doch bitte einfach mal. Ja, wir sind ja auch auf euch aufmerksam geworden, weil ihr diese Initiative gestartet habt. Teilweise kannten wir uns vorher zumindest schon über soziale Netzwerke. Du hast jetzt Bob Blume schon angesprochen, der heute nicht hier ist, und Philipp Dehne ist auch dabei. Beide sind ja auch in sozialen Netzwerken sehr aktiv, um für die Ideen einer anderen Schule auch zu werben. Bob Blume als der Netzlehrer und Philipp Dehne mit Schule muss anders. Tatsächlich ist das ja total spannend, das von unten zu sammeln, auch deswegen, weil die SWK sich an vielen Stellen, und das ist zu vermuten, auch in dem Gutachten, das nächstes Jahr kommt, auf Studien fokussieren wird. Und das Gespräch mit den Verbänden auf der einen Seite, aber eben tatsächlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis ist mindestens genauso wichtig. Nicht alles davon ist empirisch schon so erhoben. An anderen Stellen wissen wir das aber tatsächlich auch schon empirisch, dass viele Formate, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten erprobt wurden, sehr erfolgreich waren. Also in Berlin gab es das Modell der Modellschulen, also Schulen, die einen besonderen Freiraum bekommen haben. Teilweise Schulen, ich durfte an einer auch länger hospitieren, die sogenannte Brennpunktschulen waren und die ganz neu gedacht haben, mit jahrgangsübergreifendem Lernen und nicht nur für die Klassen 1 und 2, mit Klassenräten, die tatsächlich hochwachsen bis zum Abitur, mit projektorientiertem Lernen, dem zumindest zeitweisen Verabschieden von diesem Denken in Schubfächern, in Unterrichtsfächern. All das wissen wir doch schon so lange, dass es durchaus sehr erfolgreich sein kann. Und trotzdem ist das noch nicht in der Breite angekommen. Und das hat mich auch irritiert, dass das nicht Teil dieser SWK-Empfehlung war, zu schauen, was wir jetzt unmittelbar auch schon machen können, um uns von diesen ganz klassischen, in besonderer Weise von Verwaltungsaufgaben abhängigen Formen von Unterricht verabschieden können. Also du hast es gerade angesprochen, die Prüfungskultur, diese ganz klassische, der klassische Rhythmus von alle 4, 6 Wochen müssen wir einen Test schreiben und eine Klassenarbeit schreiben und so weiter.
und diesen Klassenverband auch mal aufzulösen, einzelne Lernphasen zu machen. Wenn wir werden das an dieser Stelle nicht so intensiv machen können, wenn euch das interessiert. Du hast Jan Fedder gerade angesprochen, der war in der vorletzten Folge Gast bei uns im Podcast und hat ganz viel erzählt zum Friday und auch zu Theo und anderen Formaten, die an seiner Schule erprobt werden. Da könnt ihr also gerne reinhören, verlinken wir auch irgendwo in den Shownotes oder der Videobeschreibung. Und das ist tatsächlich das Spannende an eurem Format, also dieses ganze immense Wissen aus der Praxis mitzunehmen in diesem Prozess. Und ich glaube, da steckt tatsächlich eine riesengroße Chance drin. Wir werden auch die Seite verlinken, bildungsrat.org. Da kann man sich immer noch anmelden, glaube ich. Ihr werdet wahrscheinlich mitteilen, ob man das nicht mehr kann. Genau, es ist ja sehr, sehr spontan entstanden. Das ist zumindest auch mein Eindruck. Und trotzdem interessiert mich auch das, wonach Helene eigentlich gerade gefragt hat. Nämlich, also ihr müsst das ja noch nicht konkretisieren, wenn das noch nicht feststeht. Aber im Moment sammelt ihr ganz viel, was ihr bekommt. Aber was habt ihr so eine Idee, so eine Vision? Wie soll dann daraus ein Papier werden? Umso mehr man bekommt, umso mehr tolle Impulse man bekommt, umso schwieriger wird es am Ende ja auch zu entscheiden, was man zum Beispiel aufnimmt in so ein Gutachten. Soll es sowas wie digitale Barcamps geben? Soll es eine Konferenz geben? Genau, habt ihr dazu schon Ideen? Revolution wird es geben. Die Frage, wie gesagt, es ist am Werden, es ist noch nicht mal eine Woche alt, das Ganze. Ich muss es mit meinen Mitsprecherinnen hier nochmal besprechen. Was mir vorschwebt, ist, dass man das, was jetzt an diesen mehreren hundert Zuschriften kam, dass man es clustert und tatsächlich in solche Gruppen fasst. Da ist ganz viel drin. Also es ist auch viel pädagogische Fragen drin. Da sind auch Forderungen drin, wie das Bildungssystem muss in die Trommel getreten werden, alles neu gegründet werden. Das ist ein schöner Beitrag, wird aber für die weitere Debatte keine, das muss man woanders führen, solche Debatten. Die wird stark fokussiert werden auf die operative Frage, wie kann der Lehrkräftemangel in Deutschland dauerhaft bekämpft werden. Ja, das muss man irgendwie abschichten in kurzfristige, mittel- und langfristige Geschichten. Und jetzt in diesem Sinne kann man diese Vielzahl der vorgeschlagenen Maßnahmen clustern und das würde öffentlich gemacht werden und gleichzeitig würde das priorisiert werden durch die Leute von der Fläche. Also was mir vorschwebt, ist, dass man digital eine Abstimmung ermöglicht. Hier sind 24 Maßnahmen kurzfristig, hier sind 24 Maßnahmen langfristig. Priorisiert doch mal aus eurer Sicht, was glaubt ihr, ist besonders wirksam? Und wenn man das dann priorisiert hat, mit einer gewissen Gewichtung auch, könnte man die Debatte auf der Basis dann weiter vertiefen und sagen, lass uns mal genau überlegen, was heißt das denn, ein duales Masterstudium? Es kam bei ganz vielen, kam die Frage, viel mehr Praxis ins Studium holen, weniger Fachlichkeit, mehr Didaktik, viel mehr Praxis. Es zieht sich fast durch alle Beiträge durch. Konkrete Forderung ist dann eben ein duales Lehramtsstudium in Deutschland. Das ist schnell dahingesagt, das ist in den letzten Tagen und Monaten auch schon öfters mal formuliert worden. Aber was heißt das konkret? Das müsste, wenn das wirklich eine Priorität ist für langfristiges Umstellung, auch mit der Effizienz beim Referendariat, auch stark kritisiert von vielen, die da kamen. Das ist ja auch seit Jahren ja schon Thema, es passiert aber nichts. Da wäre die Frage, kann man da ein Modell bauen, was in der Praxis akzeptabel ist, was sehr praxisnah ist und trotzdem noch den wissenschaftlichen und akademischen Anforderungen in Deutschland entspricht. Und solche Punkte, davon kann man nicht 100 machen, da könnte man jetzt 4, 5 entwickeln. Und die gilt es dann tatsächlich im Laufe des Jahres so zu präzisieren, dass sie seriös in die Debatte eingespeist geführt werden können mit der, wem auch immer, SWK, GWK, KMK, gibt es ja ganz viele Institutionen, die diese Diskussion führen. Das läuft im Moment jetzt an. Wie sich das, ob das jetzt in Barcamps ausprägt oder wie auch immer, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es wird im Kern, glaube ich, virtuell und digital bleiben müssen, weil das bundesweit verteilt ist hier. Und das ist halt sehr, man kann sehr schnell reagieren über die digitalen Medien, wie zum Beispiel auch Podcasts und sowas. Deswegen, das ist, glaube ich, jetzt auch die Zukunft für diese Debatte. Ich könnte mir das, du hast eben Barcamps angesprochen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da auch nochmal in die Diskussion kommen. Die Nele Hirsch, ihr Bildungslabor, hat ja letzten Donnerstag ein großes Barcamp zu ChatGPT veranstaltet. Und ich habe wirklich ganz spontan auch eine Session eingereicht und gesagt, ich diskutiere da einfach mal mit den Leuten. Das war so ertragreich und so wertvoll, was da an Erfahrungen und Impulsen kam, dass ich wirklich für mich auch nochmal gedacht habe, Mensch, das ist wirklich ein zukunftsweisendes Format, dass man niederschwellig deutschlandweit sich zusammensetzen kann, sich überlegen kann, aus unterschiedlichsten Perspektiven, wie gehen wir mit dieser Herausforderung, ich sage jetzt bewusst Herausforderung, um, die ist ja da. Und warum sollte das nicht auch beim Thema Lehrermangel gehen können, frage ich mich. Du hast gerade schon ein Format angesprochen, ne, wie man zusammenkommen kann und wie man sich eben auch austauschen kann. Und wir haben auch gesagt, es müssen alle Akteurinnen und Akteure mit ins Boot geholt werden. Also an der Stelle eben auch die Lehrkräftebildung in ihren unterschiedlichen Phasen, weil jede Phase für sich natürlich auch eine Aufgabe hat, wobei wir uns eben auch immer wieder die Frage stellen,
Ist das denn so klar, welche Phase tatsächlich welche Aufgabe hat? Und ist das den an der Bildung und Ausbildung von Lehrkräften beteiligten Personen so klar? Vielleicht muss man auch da nochmal anfangen und sich überlegen, wer macht eigentlich was mit welchem Ziel? Und wenn wir gerade über ein duales System zum Beispiel sprechen würden, da auch nicht vorschnell zu sein. Ich schaue da gerade ganz kritisch, ehrlich gesagt, auf Brandenburg, wo letzte Woche verkündet wurde, dass Studierende mit einem Bachelorabschluss schon verbeamtet werden und ja dann im Laufe ihrer Tätigkeit qualifiziert werden können. Das wäre ehrlich gesagt nicht das, was ich unter dual verstehen würde. Und dass wir ehrlich gesagt nicht zu schnell jetzt bestimmte Formate wählen, sondern dass ich ehrlich gesagt den Wunsch auch formulieren würde, dass natürlich dem Lehrkräftemangel begegnet werden muss, aber dass dem Ganzen neben schnellen Maßnahmen auch Zeit gegeben wird, um eben ganz konkret neue Formen der Lehrkräftebildung, des schulischen Lehrens und Lernens zu finden, sodass da ganz kritisch auf das gesamte System geschaut wird. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle. Ah ja, Marc, bitte, sorry. Nee, nur als Hinweis, ich glaube, du musst trotzdem immer im Blick behalten. Es ist natürlich, das Schönste ist natürlich, wenn man darüber reden könnte, wie die moderne Pädagogik in modernen, guten Schulen aussieht. Das wäre das Perfekte. Dazu braucht man aber Lehrkräfte. Und wenn man den Lehrkräften nicht die Perspektive geben kann, dass der Druck in einer 5- bis 10-Jahres-Perspektive aus dem System etwas rausgenommen wird, wird man diese Debatten, die werden versanden. Da wird weder eine gewisse Motivation da sein, noch kann man realistisch und glaubwürdig von der Politik her sagen, wir machen das. Deswegen ist, glaube ich, das vernünftige Aufstellen der Kapazitäten eine ganz wichtige Nebenbedingung, um all die kurzfristigen Maßnahmen wirklich zu machen. Denn ansonsten bleiben es reine Ad-hoc-Maßnahmen zulasten Dritter. Und ich glaube, die Frage des Stoffes, also brauchen wir diesen ganzen Stoff, den wir gerade vermitteln, ja, diese Bulmini, wie so schön heißt, es gibt ja diese Stoff, wie heißt es so schön, Stoffhuberei, meinst du? Na, das heißt nochmal anders bei uns hier, aber geschenkt, also viel zu viel Stoff, der da reingepumpt wird und wieder rausgepumpt wird. Braucht man das wirklich? Wenn es so drastisch ist, dass wir darüber nachdenken, dass 200.000 VZE durch Teilzeitreduktion entstehen, dann muss man auch das Tabu brechen, über Stoff nachzudenken vielleicht, sondern über die Lehrpläne nachzudenken. Und wie gesagt, ich glaube, das Ganze geht nur in ein Paket und da spielt eben diese langfristige Entlastung eine Rolle, damit man diese kurz- und mittelfristigen Maßnahmen tatsächlich auch glaubwürdig in der Praxis dann auch diskutieren kann. Dann wird auch ein Schuh draus, glaube ich. Aber ohne langfristig Entlastung zu organisieren, bleibt das Ding stecken, bin ich ganz sicher. Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, als ich in den letzten Tagen mit meinen Studierenden darüber gesprochen habe, über diese SWK-Empfehlung, weil ganz viele sehr irritiert darüber waren und sich dann tatsächlich gefragt haben, so ist das eigentlich der Job, den ich machen will, wenn meine Perspektive die ist, es wird eher noch schlimmer. Und die Hoffnung, mit der durchaus auch viele junge Menschen an die Universität kommen, Schule auch neu entwickeln zu dürfen, gestalten zu können, all diese Perspektiven sind eigentlich mit dieser SWK-Empfehlung verloren gegangen oder sie sind nicht aufgegriffen worden. Und begründet hat es ja die SWK damit, dass das nicht ihr Auftrag war. Und das war gleichzeitig vielleicht der größte Fehler, das größte Problem, dann diesen Auftrag so anzunehmen. Da hätten die Kolleginnen und Kollegen gleich ganz klar sagen müssen, so können wir den Auftrag nicht annehmen, weil wir damit einen Fehler machen. Am Ende des Tages könnte man aber auch sagen, vielleicht war es gar kein Fehler, sondern vielleicht ist damit jetzt eine Debatte angestoßen worden. Es organisieren sich jetzt tatsächlich immer mehr Menschen, um zu sagen, wir wollen jetzt nachhaltig was verändern. Wir können hier nicht einfach nur ein kleines Pflaster draufkleben und ein Problem damit am Ende zeitlich verzögern. Das ist ja durchaus auch der Vorwurf, der oft an Politik kommt. Ihr macht das deswegen jetzt, damit ihr in eurer Legislatur Ruhe habt. Ich bin Politikwissenschaftler. Ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit, das so zu kommunizieren, weil wenn wir das Vertrauen in Politik so verlieren, dass Politikerinnen und Politiker tatsächlich immer nur eine Legislatur lang denken, dann werden wir auch das Vertrauen in Demokratie und die Verhältnisse hier verlieren. Deswegen, ich würde das nicht allen Politikerinnen und Politikern unterstellen wollen, aber das dieses Gutachten, was ja gar kein Gutachten war, das betonen die Kolleginnen und Kollegen ja auch immer, sondern eine Stellungnahme. Hoffentlich hat es tatsächlich etwas ausgelöst und dieser Bildungsrat, den ihr da ins Leben rufen wollt, der könnte tatsächlich ja ein Element von vielen Elementen neben der Verbandsarbeit und vielen anderen Perspektiven sein, um in den nächsten Wochen und Monaten die Diskussion zu konkretisieren, wie es kurzfristig besser werden kann, aber auch langfristig. Leider kommt es jetzt ganz am Ende, weil wir wollen ungefähr bei einer Stunde bleiben, die wir jetzt schon überschritten haben.
Aber ich finde es wichtig, an dieser Stelle auch nochmal auf eine Gruppe hinzuweisen. Euch dreien muss ich das nicht sagen. Ich weiß das von euch dreien, dass ihr sie immer im Blick habt. Aber in der Diskussion fand ich, in den letzten Tagen war sie auch nicht immer im Fokus, nämlich die, um die es eigentlich geht, die Kinder und Jugendlichen. Und auch über die und nicht nur über sie, sondern mit ihnen müssen wir viel intensiver sprechen. Ich hoffe, dass sich ganz viele Schülerinnen und Schüler auch in eurem Bildungsrat beteiligen. Sie haben nämlich ganz oft großartige Ideen, wie man Dinge anders machen kann. Und leider, das ist zumindest eine These, die ich vertrete, fangen wir in diesem Schulsystem ganz schnell an, Schülerinnen und Schüler in dieses System zu formen. Ich rede jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Ich hab drei kleine Kinder und ich musste mir schon bei meinem Kind, das in der Kita ist, anhören, dass es möglicherweise nicht so gut reinpasst, nicht so gut in die Form passt, Schule. Das musste ich mir jetzt anhören, wo mein Kind 4 Jahre alt ist. Also wir fangen so früh schon an, darüber nachzudenken, ob die Kinder gut funktionieren im System Schule. Und deswegen mein großer Appell an die Schülerinnen und Schüler, die Lust haben, Schule für sich und die nächsten Generationen zu gestalten, beteiligt euch auch beim Bildungsrat, beteiligt euch überall, wo ihr das könnt. Weil sie merken das auch, dass da viel im Argen ist. Wir hatten kürzlich ein Gespräch mit einer der Bundessprecherinnen der Schülerinnen und Schüler, die gesagt hat, sie war total irritiert, als sie vor kurzem in einem Schulmuseum war und sich die Schule von vor 100 Jahren angeguckt hat und irritiert darüber war, wie viel noch sehr ähnlich ist. Es hat sich auch einiges entwickelt, aber sie war irritiert davon, wie viel immer noch ganz ähnlich aussieht wie in der Schule von vor 100 Jahren. Also diese Gruppe müssen wir unbedingt auch mit in den Blick nehmen und alle ihre Perspektiven in den Diskurs mit einbringen. Und eine weitere Gruppe, die ich an der Stelle eben auch ganz gern benennen würde, sind nämlich die Studierenden. Wir haben diejenigen hier bei uns an der Universität, die sagen, ich entscheide mich für die Laufbahn. Und wir wissen auch aus Studien, dass schon im Studium oder nach Abschluss des Studiums sich dann dagegen entscheiden. Und wir sind gestartet damit, dass wir eigentlich nicht nur auf die negativen Punkte schauen wollen, sondern eben auch darauf, wie kann man Problemen begegnen und Freiräume schaffen und wie kann man eben auch den Beruf des Lehrers, der Lehrerin weiterhin zu einer Berufung machen. Und das würde ich gerne an der Stelle mitgeben, zu sagen, schaut mal darauf auch, wie können wir eigentlich die Attraktivität dieses Berufes wieder hervorheben, denn es ist aus meiner Sicht einer der schönsten Berufe, die es gibt und wir sollten im Sinne unserer Kinder des Landes auch wieder darauf schauen, dass wir Studierenden und angehenden Lehrerinnen und Lehrern genau das mitgeben und nicht als erstes auf den Lehrkräftemangel und die damit verbundenen Herausforderungen dieses Berufes hinweisen. Wir müssen hinweisen, aber wir müssen eben auch sagen, engagiert euch so in solchen Organisationen wie jetzt bei euch oder eben auch in den Gewerkschaften oder Berufsverbänden, um an den entsprechenden Stellschrauben mitdrehen zu können. Ich möchte mich da anschließen. Das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel auch immer Studierende bei mir in der Schule habe. Ich möchte das vorleben, dass es ein wunderschöner Beruf ist und wie man es so machen kann, dass man da mit Freude dran, also mit Freude mit den Kindern arbeiten kann, ohne sich selbst zu überlasten tatsächlich. Das geht und ich glaube, wir brauchen da gelingende Beispiele. Ich würde gerne eine Gruppe noch hinzufügen, die wir auch nicht vergessen dürfen. Ich glaube, wir sollten uns auch mit den Eltern zusammensetzen. Ich habe selbst auch 4 Kinder. Ich habe auch so meine Schulerfahrung aus der anderen Perspektive. Mein jüngstes Kind ist mittlerweile 18 Jahre alt. Also da ist die Schulzeit jetzt dann bald vorbei. Aber da habe ich auch viel an Erfahrung mitgenommen. Und ich finde immer, Perspektivwechsel ist eine sehr wichtige Kompetenz, und in der wir uns üben sollten, ja, weil man muss immer auch mal in den Schuhen des anderen gelaufen zu sein, um zu verstehen, worum geht es denn hier eigentlich. Wenn es zur Beruhigung beiträgt, all diese Gruppen sind tatsächlich auch bei den 300 plus Menschen dabei. Also sind tatsächlich viele Schüler, Schülerinnen dabei, über 50 Lehramtsstudierende und viele Pädagogen, Pädagoginnen. Und einige Elternvereine haben sich auch als Vereine angemeldet. Also die Vernetzung kann da, glaube ich, stattfinden. Aber wir hoffen mal das Beste. Das war der erste Schritt heute, glaube ich. Das ist doch ein schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Wir haben diesen Podcast am 4.2., am Samstag aufgezeichnet und wollen ihn euch allen, die uns zuhören, so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Ihr könnt kommentieren, da wo es geht, oder uns Direktnachrichten schreiben oder auch Susanne oder Marc, die auch im Internet zu finden sind, direkt anschreiben oder tragt euch ein bei bildungsrat.org. Macht mit, bringt eure Ideen mit ein.
Wir freuen uns, Schule verändern zu können und um den Rahmen noch einmal zu spannen, Räume und Freiräume in der Schule zu schaffen und sie nicht weiter einzuengen. Darum geht's, ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut. Danke euch auch. Danke, dass wir da sein durften. Tschüss. Tschüss. Tschüss.